Ich begrüße euch in Folge Tales of Crisis. Ich wollte offscreen ein bisschen Material sammeln, hab ich natürlich gemacht. Nein, ich hab's nicht zeitlich nicht geschafft, deswegen, egal, machen wir es einfach hier storytechnisch weiter und fordern die Haderhöhe raus. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt hier, wie jetzt hier was kommt und so. Und mal gucken. Sie kämpfen, um der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Ah, okay. Alles klar. Die erste Schlacht! Okay, das sollten wir ja easy hinkriegen gegen diese einfachen Gegner hier, die wir auch schon aus Strata kennen. Deswegen. Das sollte einfach kein Problem sein, Ende des Tages. Und wenn doch, dann ist irgendwas kaputt. Also halt wirklich. So, und weg mit dir. Stop, stop, you'll step on them. Die Festbeitschüssen liegen liegt in der Brille. Oh Gott, ey. Hat der junge Mann seine Naivität nun endlich abgelegt? Der Herausforderer hat die erste Etage abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Und nun, sie tänzeln wie die Schmetterlinge, aber sie stechen wie die Bienen. Sie attackieren aus der Luft vom Boden. Sie schlagen mit zu mit Speer und Schwert. Ja, macht euch bereit für die Schlacht. Okay. Irgendwelche Vögel scheinbar. Oh Gott, ey. Mal gucken, ob wir das hinkriegen können. Ich denke, auf der fünften Ebene kommt dann die Gegner, die wir zurückhalten besiegen müssen. Also die... ja, Typen, von denen Pascal die Waffen angucken wollte. Ja, das machst du. Feines Fell. Sehr schön. Ja, wir bekommen auch ein bisschen Zeug für unsere Abgaben und so. Ein Wirbelsturm aus Krallen. Okay. Der schleichende Schrecken. Schwebend und schockierend. Und mag er bloß sein. Genau hinter euch! Macht euch bereit für die dritte Runde der Schlacht. Was für Gegner. Das ist nicht so geil. Oh ne, ich bin vergiftet. Hätte ich mal abschwimmen. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey, was hier passiert schon wieder? Haben sie sich irgendwie geteilt oder so? Es kommt ein bisschen so vor, als wenn irgendwie mehr sind. So, nein, nicht Verlangsamung. Nein, lass ihn nicht ein. Nö. Nö. Ihr blöden Mistviecher. So. Dann heile ich bitte, meine lieben Heiler. Das wäre zumindest richtig geil von euch gerade. Kann ich jemand heilen so? Ah, da war keine Heilung, scheinbar. Ich will einfach weglaufen. Hallo, okay, da ist eine Heilung. Dankeschön dafür. Ey, diese Gegner sind so... Ich hasse sie. Hallo! Was soll das denn? Mann, ey. Da, viel Spaß. Mann! Ich kotze! Au! Dankeschön. Oh Gott, ey! Wenn man hier Nahkämpfer ist, muss man echt aufpassen. Ist ohne Mist. Das ist echt furchtbar. Dass man Dings machen muss. Dankeschön, er hat es gar nicht gemacht. Das habe ich auch ein paar Mal im Kampf gegen Huber. Da hat er auch den Mystic-Fight nicht gemacht. Sehr schön. Wie wenig maximale KP hat Sharia denn, sehe ich gerade? Es bleibt viel mehr. Liegt jetzt vielleicht auch an den Titeln. So, nun ein Grollen gefolgt von Flammen. Okay, mein Gott, als Monster. Ah, Gott, Drachen. Das könnte halt wirklich echt krass werden, jetzt hier ein paar Drachen. Aber die sind nicht so schnell wie die Scheime von gerade eben. Das war eben auch das Böse an denen mit, dass die sehr schnell verletzt waren. Aber dafür hauen die halt auch von der Schadensanzahl mehr raus. Oh mein Gott, wie geil war das denn gerade? So, sehr gut. Hohoho. Hold it right there. Oh nein, die Elf schon verdammt weg, weg, weg. Ich habe echt schon Jubals Mystic Art gesehen in den Kämpfen gegen ihn. Da hat er manchmal einen jetzt gegen mich.
Ich würde zwar lieber sehen, wenn er erst bei uns im Kampf hier einsetzen würde, aber... Ja. Das kommt bestimmt noch. So, Pixie Circle, danke schön. Sehr gut. Nummer 1, der Teil ist gleich tot und der auch. Warum trägst du Brillen? Weil meine Augen sind schlecht. Was? Sind sie gefährlich? Jemand save me. Warum sollen die ein dangerous sein, Sophie? Also gefährlich. Was ist los mit dir? So, yay. Und jetzt kommt halt der Kampf gegen die Vollidioten. So, we meet again. You've got guts, Mama's boy. I'll give you that. Oh, and we brought your little spy friend so she can watch us thrash you. Try not to die too quickly now. That would be such a bore. Are you finished? If this was a battle of grandstanding, I'd have surrendered my dual blades long ago. Time to die! Ah, jetzt habe ich mich mal heilen. Okay, sehr schön. Das ist lieb vom Spiel. Auch cool, dass da jetzt einfach random im Hintergrund irgendein Mädchen sitzt, was uns hier zuguckt beim Kämpfen. Ist doch überhaupt nicht gefährlich, dass wir die irgendwie, keine Ahnung, wenn wir uns hier durch den Raum bewegen, keine Ahnung, der Messer im Kopf rammen oder so, keine Ahnung. Das ist ja alles voll okay hier. Ja, bitte. Let's go. Bosskampf. Oh, perfekt. Das passt. So, ich gehe direkt auf den Anführer von den Idioten hier scheinbar. Das ist ja der Typ, der hier der krasseste scheinbar ist. Er ist auch gleich schon so ziemlich weg. Au, aber der kann auf jeden Fall reinhauen mit seinen komischen Waffen da. Aber das muss man ihm lassen. Also der hat echt... Der ist krass mit seinen Waffen da. Wie krass noch? Okay, du bist weg. Jetzt kommen noch die Vollidioten-Soldaten hier. Aber das wird eigentlich kein Problem sein. Ja, die gehen voll schnell weg. Ich hatte eigentlich Glück, dass ich bei dem Großen, mein Mystic Art hatte. Oh mein Gott, wie geil war der Kampf, bitte. Sehr schön. Buch der Möglichkeit. Was ist das denn? Interessant. Ah, sehr schön. Tja, da haben wir euch wohl geschlagen. Impossible. How did you beat me? We should be on our way. Although, come to think of it, we never did decide on our half of the wager. Well then, as the victor, I demand you release the prisoner. Miss, you're free to go. Perhaps you would care to accompany us. You can't have her! Stand down. It is forbidden to draw your weapon after a match has been settled. If you do... It's too late now. You! I've never seen anyone move so fast. Who is that? That is the guardian of Riot Peak. All who come here dream of one day facing him in single combat. Our opponent broke the rules and thus was punished. As long as we obey the laws of this place, we have nothing to fear. Many thanks. I'm sorry you went to so much trouble on my behalf. No apologies are required. However, we must now get to Fendel as quickly as possible. Of course. When you're ready, come see me by the Fendel boarding point. Okay, sehr schön. Das heißt, Leute, was Neues hier. alles klar. Okay, interessant. Ich glaube, mit dem haben schon geredet. Also ich glaube, sie sagen das gleiche, ich weiß es auch nicht. Aber der hat auf jeden Fall was Neues gesagt, der Typ gerade eben. Aber ich weiß nicht, was bei denen hier ist. Okay. Ja, die sagen definitiv das gleiche. So, ja, ich will mal ganz kurz mit dir reden. Mal hier ein bisschen meine Vorräte wieder voll kaufen. So. Oh, das war sogar zweimal. Ups, ich bin dumm. Das ist auch zweimal. Toll.
Was soll's. Gut, kann ich jetzt auch hier einfach so kämpfen? Moment, was? Was war schon das Normalklassenturnier? Ändert sich nur ein Mitglied, okay. Ja, dann machen wir mal. Espe. Also im Prinzip wie in Tales of Symphonia. Ah, jetzt haben wir von denen. Okay. Jetzt haben wir von denen hier Items bekommen dafür. Also muss ich jetzt lange kämpfen, bis ich ihn sterbe, oder was? Okay, alleine könnte das sehr hart werden. Vor allem, wenn da so Puddingviecher kommen. So. Okay. Ja, okay, man ist scheinbar nur eingeht. Nee, ja, komm noch. Ja, aber das ist kein Problem hier. Das ist kein Problem gegen die easy Gegner hier. Ey! Ich sage, das ist kein Problem. Jetzt kommen auch hier irgendwelche Küchenviecher. Oh, das könnte ein bisschen krasser werden, das Ding hier. Ja, der hat auf jeden Fall mehr durch. Aber erst nicht auf dich, dass du kurz weg bist. Und dann auf das große Ding hier. Ey, nicht unterbrechen. Das sehe ich nämlich nicht ein. Sehr gut. Ey, was machst du denn? Wie viele Items habe ich denn? Nur 3 Traubengummi, okay. Dann soll ich die auch nur im äußersten Notfall einsetzen. Oh, dann den Endeffekt. Nein, ich muss jetzt ausweichen von den Angriffen. Weil das könnte sonst böse enden. So, jetzt muss er angreifen. So. Ey, boah! Wie feuer Combo drin hatten gerade. Uncool. Plus 4. Hallo! Sehr gut, jetzt bist auch du dran. Aber was kommen denn alles für Gegner? Hallo! Was schickst du denn ja weg? Hab ich auch nicht erlaubt. Ich esse auch die komischen Schweine hier. Die sind einfacher zu töten. So. Oh Gott, nein! Das ist halt mega uncool. Weil dafür habe ich ja nichts zum Heilen, weil... Nee, das Sirup ist ja... Das schützt nur... Okay, jetzt ist es weg. Okay, alles gut. Das Sirup schützt, weil ich weiß halt nur dafür... davor, dass man... eben... vor der Krankheit geschützt ist. Oder vor der Statusveränderung, wie auch immer. So. Auch ihr wieder. Nee, das ist andere scheinbar. So. Ey, nicht angreifen. Das sehe ich nicht ein. Du auch noch weg. Sehr schön. Oh, da kommen sogar Menschen jetzt noch vor. Ja, aber oh Gott, Hilfe. Das sollte ich halbwegs gut irgendwie hinkriegen. Ich frage mich jetzt halt nur gerade, wie lange das hier noch dauert. Also ob wir irgendwann mitten im Kampf jetzt noch, also quasi rauslassen werden und die nächste Ebene beginnt oder wie das ist. Okay. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich Ebene 2 hier nach oder was. So, oder wie ist das jetzt? Wenn ich jetzt noch wieder oben rauslassen? Okay. Lüge, okay. Nächste Welle, okay. Das heißt, hier gibt es also verschiedene Wellen, alles klar. Hier gibt es verschiedene Gegnerwellen. Hat man für jeden Kampf neue Items oder muss man sich die ganzen Kämpfe einsparen? Ich denke, man muss sich einsparen, aber ich habe keine Ahnung, wie das ist. So. Sehr schön, weg mit dir. Ich liebe es, wie geile Kombos man einfach machen kann, Teils. Das ist so gut gemacht einfach. Wenn man eben genug SK hat, dann geht das voll gut. So, und jetzt haben wir noch einen rein, okay, das ist klar. Dann müsst ihr noch... Aua, weg.
Sehr schön. Oh, das ist ja auch eine Frau. Der hat einmal irgendwie was zum Schießen in der Hand. Nein! Das ist jetzt uncool, das ist uncool. So, weg mit ihr. Jetzt ist die Frau da weg. Eine Knüppelkämpferin. Sieht für mich kein Knüppel aus, wenn jemand schießen kann. Ganz ehrlich. So. Jetzt durch den Kampf mit Hubert werden wir auch viel mehr trainiert darin, Kombos einsetzen hier. Seine ganzen Techniken, die ich habe. You're mine. Nein! Leck mich, Frau. Guck mal, jetzt kann ich in den Edelschuh rein kann, die ich mit dem Mystic Art weghauen. Bam. Das ist kein Problem. So. Der geht auch gleich in seinem LF-Wechsel, das ist das Problem. Okay, ja, jetzt nehme ich. Jetzt soll ich mal hier ein bisschen besser ausweichen vor den Angriffen, weil die ziemlich stark jetzt sein können. Nein, nein, oh Gott, Hilfe! Jetzt muss ich mal so einen Traumgummi. Ich hab sonst Angst. So. Jetzt bin ich halt gerade wieder ein bisschen rausgeworfen worden. Mit einer Kombo und so. Oh nein, von hinten! Oh Gott, die sind echt stärker, die sind definitiv stärker. Noch ein Traumgummi, verdammt! Ja, die haben mich jetzt ziemlich hart getroffen hier. Bisher lief es mega easy, aber die waren sehr hart auf jeden Fall. Das wird böse enden, glaube ich. Ach nein, das kommt solche Viecher hier. Und auch irgendwelche Frauen. So. Oh Gott! Wie die mich gerade voll in der Combo hatten! Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Ja, aber ich habe es wenigstens einmal gezeigt hier. So, Trostpreis. Ein Kampfschein, danke schön dafür. Ja, okay, immer noch das gleiche. Aber 6. Ebene beginnen? Okay, will ich es aber nicht. Ich glaube, es ist auch eine Sidequest, oder? Mal ganz kurz gucken. Nebenquests. Nee, es ist keine Sidequest. Ach, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir halt hier runter. Wie lange spiele ich schon? 18 Minuten. Attaktisch klug. What is it, Asbel? I was wondering if maybe we could get that guy in black to help with our mission. Doubtful. You seem sure. Some time ago, Strata made covert inquiries into that very idea. But the Guardians are judges who have proven themselves the strongest warriors of Riot Peak. Apparently, they will leave this place only if they are defeated in battle. Wait, did you say they? Yes. We heard there are three Guardians. Wow. Really? It's a conundrum. To earn their help, you must defeat them in combat. But if you had such power, you wouldn't need their help in the first place. Huh. Then that settles it. I'm gonna defeat the Guardians myself one day. Defeat the judges? I can't imagine how long you would need to train. But in the meantime, I'd be happy to assist with your daily regimen. Ja, solange das nicht wieder so ein nerviger Kampf gegen dich wird, Huber, das mehr das Recht. So, hier ist die Frau. Ja, wir sind bereit. Hafen Süd Velanik. Okay. If you're ready, I'm happy to escort you to Fendel. We appreciate the help. Riot Peak. A place where skilled fighters test their mettle and aspire to new heights. What's wrong, Asbel? Huh? Oh, nothing. I'm fine. Let's go.
So you can use the light too, huh? Yes. It happened only recently. I have many questions. Such as, why does it only affect you, me, and Sharia? One day I must research the cause of this phenomenon. Always thinking ahead. You never fail to impress. Well, lately I've also been thinking about him. Captain Malik? Come on. You can't suspect him, too. He's been at the Knight Academy forever. I've known him since I was a boy. His fighting style is unique. I would very much like to know where he learned it. Asbel? Pascal is feeling sick. She's sick? Hang in there, Pascal. Oh, I'm totally gonna paint the deck here! Are you alright, Pascal? Do you get seasick easily? She's not seasick. She just ate an entire bunch of bananas. Oh, man! All that wasted potassium! This is disgusting. Okay, I think I'm done wharfing for a while. Is Captain Malik sick too? What's wrong? Did it gross you out? Or are you so sick you can't talk? Just reflecting on the past. Ooh, tell me! I don't know anything about you, you know? You must have done something before you were a sword-fighting guy, right? Sorry, Pascal. I'd like to be left alone, if you don't mind. Okay. Jeez, what a grump. Don't bother trying to cheer him up. I wonder what's wrong. What exactly are you hiding, Captain? Das ist eine gute Frage, was er zu verbergen hat. Oh Mann, ey, Pascal, was ist los mit dir? Unfassbar. It's very cold here. Are you okay, Sophie? I'm fine. Yeah, well, I'm freezing! Come on, Sophie, you gotta help me warm up! I tried to find the exact location of Fendel's balconies, but came up empty. According to rumors, however, it's somewhere near the capital, Zavhurt. That's unfortunate. Zavhurt is a long way from here. For now, let's head to the town of Velenik. It should be just ahead. Ja, und zur Sache mit dem Licht, das liegt wahrscheinlich damals auch an dem Ereignis, was passiert ist, dieses riesige Monster. Das hat wahrscheinlich Richard befallen und wir haben irgendwie durch den ganzen Vorfall diese Kräfte bekommen, denke ich mir halt so. Gute Frage. So, okay. Man kann auch Titel erwerben, alles klar. So. Nee, wir wollen nicht nach Kriegerrest. Mich interessiert mal was, weil ich habe jetzt hier bei meiner Sidequest-Liste geschaut und da steht, dass man Zepterkämpfer beklauen muss. Und jetzt frage ich mich, wie zum Teufel klaut man in dem Spiel? Gibt es irgendwelche... Hat Malik zum Beispiel was zum Klauen oder so? Moment, ich will mit ihm kämpfen, beim Kampf dann. Hat er irgendeine Technik zum Klauen? Ich kann mal bei seinem Arzt gucken. So, Steinspeer. Sieht nicht so aus. Moment. Nee. Ja, glaube ich nichts zum Klauen. Hat er irgendwie andere was zum Klauen? So. Also wenn ihr wisst, wie man dem Spiel irgendwas klaut, dann könnt ihr es mir gerne sagen. Was steht hier vielleicht immer? Hier ist noch Schaden plus 10. Nochmal brausen.
Aber gibt es hier irgendwelche speziellen Klauarts oder so? Ich weiß es halt nicht. Chance auf gestohlenes Objekt. Guck mal. Hier muss man das scheinbar machen. Mit ihr kann ich scheinbar klauen. Okay, dann soll ich mal mit Sophie im nächsten Part in der Arena kämpfen. Also nicht mit Malek. Okay, alles klar. Esper ist wieder Anführer. Dann machen wir ganz nach oben. Aber das machen wir eben erst im nächsten Part. Nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich auch, ja, nochmal ein bisschen in der Arena kämpfen oder so. Ich denke, ich werde auch offscreen ein bisschen kämpfen. Und, ja, mal gucken, ob ich damit besser bin oder so. Und auch versuchen, mit Sophie das direkt zu klauen. Was geht hier ab? Zwielichtige Geschäfte, alles klar. Schmuggeln Menschen über Grenzen. Interessant. PTF. Oh Gott, ey, was geht bei dir ab? Okay. Das ist irgendwie traurig, dass du es vergisst, dass es außer weiß andere Farben gibt. Stand gerade das Kamin? Ich habe mich voll verlesen. Ich habe das Kamin gelesen. Dachte mir so, was ist jetzt los? So. Okay. Oh, das waren zwei Texte. Ups. Ja, das können wir uns auch denken, dass die irgendwas vorhaben. Wir wissen aber eben nicht, was. Die Frage ist eben nur, was haben sie vor? Ja, absolut keine Ahnung. Ich gehe bei dir ab. Okay. Gut, jetzt, ich will jetzt noch einmal hier ein bisschen das Overworld-Theme mir anhören in der Region. Okay. Das klingt sehr nach Tetoxilia, finde ich. Nach einem Soundtrack oder nach den Sounds, ja, wie die Soundtracks in Tetoxilia so aufgebaut sind. Feines Fell. War nicht gerade eben noch ein Typ oder war es ein Gegner? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie ein Typ. Und jetzt bin ich gespannt, welches Battle Theme hier in Fende kommt. Hier ist ein Typ. Was geht ab? Okay, das ist wahrscheinlich so eine Entdeckung, oder? Ja. Vorsicht, Baum. Schicht schick. These are peaches? I feel like I've seen them before. Sophie, are you remembering something? No need to rush it. Just think carefully. Could Sophie be from Fendel? Well, do you remember where you've seen them? Oh, I got it. Peaches look like little buds. Huh? Especially Sherry. Okay, time out. Sophie, we need to talk. But I just wanted to tell everyone. Was zum Teufel? We will survive. Okay. Demon Fangs, gotcha. Look who's at the door. Yeah, Demon Fangs. Slice, cover, flare shot. Das ist ein sehr interessantes bei der Steam. Das ist sehr im Hintergrund, habe ich so ein Gefühl. Aber es klingt ganz interessant. Das ist sehr düster. Passt halt zu Fendel, aber. WTF. Sometimes I can't help but regret the past. Asbel. Why didn't I push harder for a raise in my allowance? What? Oh Gott, ey. Okay, interessant. Ja, jedenfalls, es ist ein sehr interessanter Track auf jeden Fall. Bist du ein Gegner? Nee. Gut, ich würde sagen, oh, ein Krater, das könnte eine Entdeckung sein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen in der Arena offscreen versuchen zu kämpfen, wenn ich schaffe zeitlich. Wenn nicht, machen wir es einfach gemeinsam im nächsten Part. Und dann mal gucken. Und ja. Dann gehen wir noch ein paar Sidequests im nächsten Part an. Das heißt, wir gehen auch nicht direkt nach. Wie ist es halt, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Denn es gibt noch ein paar Sidequests, zum Beispiel in Julie Bird, die jetzt erst freigeschaltet wurden. Aber okay. Das machen wir alles im nächsten Part.
Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es soweit ist. Bis dahin und ciao, euer B-Road. Tschüss.